Looten und Leveln, das muss drin sein in einem Spiel. Was ist das denn für ein fettes Viech? Gott. Au, 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 au. Oh mein Gott. Was bist du für ein hässliches Geschöpf? Ich nehme gerade parallel die ganze Zeit auf, auch für YouTube. Und die eine Folge wird ein bisschen länger gehen mit dem Boss. Also die geht nach jetzigem Stand 1 Stunde 45. Das hat ein bisschen länger gebraucht. Aber ich nehm euch quasi alles für YouTube auf. Damit die Qualität besser ist, als wenn wir es von Twitch runternehmen. Wird eine längere Folge werden. Dankeschön, Ursel, auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank für den verschenkten Sub. So, jetzt zum Eingang zurückkehren, right? Glaube ich. Ja, wird schon passen. Ah, geil, dass wir das geschafft haben. Ich freue mich, ey. Holy shit. Ich freue mich, ich freue mich. Und Dankeschön, Furito. Vielen lieben Dank auch an dich für die 2 Subs. Oh, das ist sehr nett. Dankeschön, Dankeschön. So, oh Gott, okay, jetzt nur nicht sterben. Das Feld mit den Runen? Vielleicht als Spiegelung oben rechts hinpacken? Ach so, du meinst, dass, du meinst meine kleinen Dinger, Dingsibumsis, oder wie? Also das, was links unten drinnen ist. Wie das Ding hier. Ich kann mich auch einfach so ein bisschen herpacken. Also dann sieht man das neben mir. Dann könnt ihr da mitgucken. Bei den Munnies. Ist das so besser? Weil so müsstet ihr sie ja sehen. Goll. So. Ich würde gern... Jetzt kann ich aber auch ohne Probleme hinreisen, oder? Ich habe keinen Nachteil davon, wenn ich da jetzt hinreise. Ich bin dadurch safe, oder? Wenn ich das mache. Erstes Mal Elden Ring. Ich habe Dark Souls gespielt. Aber seit irgendwie Jahren. Also vor Jahren. Geil. Dann kann ich da hin. Dann kann ich da hinreisen. Ohne mir Angst machen, also Sorgen machen zu müssen. Safe bist du nie. True. So. Was hat er denn für mich vielleicht? Schauen wir mal. Kann ich vielleicht was verkaufen, was ich nicht brauche? Habe ich was? Ich habe Runen, aber die will ich eigentlich nicht verkaufen. Ich habe hier einmal so... Nimm das hier und nimm das hier. Das ist goldschimmernder Code. Nimm meinen Code. Keine Ahnung, ob mir das was bringt, dass ich das verkauft habe. Wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt einfach noch mehr Einheiten habe, die ich verlieren kann, wenn ich sterbe. Was könnte ich denn hier kaufen? Einen gesprungenen Topf. Zur Herstellung von gesprungenen Töpfen nötiger Behälter. Werkzeugsatz. Befähigt euch zur Objektherstellung. Boah, ich weiß halt nicht, was mir was bringt. Ich könnte mir halt ein Lederschild holen. Wie teuer ist das denn? 600. Hm, macht ein Lederschild Sinn? Hallo Ralf, Frage und hallo Klarsichtsfolie und danke schön nochmal Furito. Frage an den Chat. Macht es Sinn, mir solche Sachen zu kaufen oder droppe ich auch einfach so Waffen auf schlechtem Level, die ich nehmen kann? Ich kann die sicher auch irgendwo finden, oder? Vorhin wolltest du noch keine Tipps, oder? Comadigo, lies mal meinen Titel. Kannst du meinen Titel lesen? Ich lese den Titel mal mit dir. Was hältst du davon? Ich lese noch mal mit dir. Ich helfe dir. Please no spoilers und keine Tipps. Rufzeichen, Klammer auf. Außer ich frage danach, Klammer zu. Alles klar? Cool. Ist ja auch überhaupt nicht böse gemeint, aber wenn da 2600 Leute, wenn nur 10% der Leute mir Tipps geben, ohne dass ich frage, ist der ganze Chat nur voll mit geh links, geh rechts, mach das, mach dies, warum machst du keinen Kopfstand?
Deswegen eine ganz simple Regelung. Wenn ich frage, cool. Wenn ich nicht frage, bitte nicht. Weil sonst machen wir nichts anderes mehr außer Tipps lesen. Okay, ihr meint, ich bekomme relativ am Anfang ein Schild. So, ihr habt gesagt, der Werkzeugsatz würde eventuell Sinn machen. Werkzeugsatz ist, oh Gott, ich habe mich bewegt aus Versehen. Ich muss daran denken, dass ich mit dem Ding da bewege. Das ist das hier. Dann kann ich Objekte herstellen. Dann, oh Gott, ich bin rausgegangen. Dann lasst uns doch mal einen Werkzeugsatz mitnehmen. Das klingt doch eigentlich nach einer sinnvollen Investition. Wo ist es denn? Wo ist er denn? Da. Werkzeugsatz. Oh, das war teuer. Was ist das? Handbuch des nomadischen Kriegers. Erweitert das Handwerksrepertoire. Sowas kaufen ist sicher immer sicher sinnvoll, oder? Also sowas sind wahrscheinlich Blueprints, um Sachen herzustellen, oder? Das sind einfach Rezepte. Rezepte sind doch sicher immer mega, mega sinnvoll. Ah, wenn ich X drücke, sehe ich das Knochenpfeil, Knochenbeutzen, Glühstein, geräuchertes, belebendes Fleisch, Weihwassertopf mit Kordel. Junge, keine Ahnung, was das ist. Ich nehme einfach alle Rezepte mit. Ich weiß noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung, was ich letztendlich dann überhaupt bauen möchte. Das heißt, ich nehme einfach mal alles an Rezepten mit, weil ich möchte mir einfach alles aufmachen und alles ausprobieren, was halt irgendwie geht. Und deswegen nehme ich erstmal einfach alles an Rezepten mit und dann kann ich nachher rumprobieren, was ich machen möchte. Okay. Ja, Fackel kommt noch. Rennt ja nicht weg. Ah. Da ist jemand in meinem Bauch. Sehr schön. Okay, die habe ich einfach hier. Wo crafte ich dann? Ah, Objektherstellung. Über die Objektherstellungsmenü könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Geil, das heißt, ich könnte hier jetzt zum Beispiel offenbart Korb- und Wettkampfrufzeichen. Ach, da kann ich dann Leute quasi einladen, beziehungsweise gegen Leute kämpfen. Was haben wir hier? Geräuchertes, belebendes Fleisch. Dafür brauchen wir Sachen. Feuertopf. Werf dies auf Gegner, um Feuerschaden zu verursachen. Okay. Okay, ich muss echt alles an Zeug sammeln, was ich finde. Knochenwurfpfeil. Ich hätte die Knochen nicht verkaufen sollen. Haben wir was gelernt. Aber jetzt wissen wir es. Okay, dann können wir ein paar Sachen craften. Dann wissen wir schon mal Bescheid. Cool. Bisschen was freigeschalten. Das ist ja schön. Nice. Und dann bewegen wir uns jetzt in diese Richtung, habe ich gehört. Ich habe jetzt eh kein Geld mehr, das heißt, ich kann eh nichts mehr kaufen. Wir schauen uns weiter um in dieser wunderschönen Welt. Okay, das war... Ich wollte eigentlich unauffällig sein. Das war nicht unauffällig. Ich meine, es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich die halt töte. Aber ich brauche die Viecher halt, ne? Ich krieg halt diese Knochen dadurch. Ich will diese kleinen süßen Wüstenhunde nicht töten, Leute. Die geben bestimmt auch irgendwas, was ich brauche. LOL. Hat er sich verdient. Okay. Wenn du so wegrollst, dann hast du es dir verdient zu überleben. Dann lasse ich dich in Ruhe. Du hast es dir verdient. Ja, ich glaube, der hat mich gesehen. Okay, ich habe gerade einen absoluten Denkfehler gemacht. Ich habe in meinem Kopf gerade For Honor gespielt und habe X gedrückt, weil ich dachte, dass wenn ich ihn anspringe und X drücke, ich ihn so nach hinten stoße und er gestunt wird.
Jut. Wir spielen nicht for honor, Pia. Hupsi. Oh, noch ein bisschen Kot. Geil. Hier am Leveln. Looten und Leveln, das muss drin sein in einem Spiel. Was ist das denn für ein fettes Viech? Oh mein Gott. Okay, die Tiere töten finde ich richtig schlimm. Das finde ich richtig unangenehm. Die machen auch so ganz furchtbare Geräusche beim Sterben. Das finde ich richtig schlimm. Boah. Ein Runenfragment und dann gucken wir hier nach links. Oh. Kukri, das sind Wurfdinger, oder? Ups. So, dann haben wir hier oben noch einen Dude. Den machen wir auch noch schnell weg. Geil. Und dann rollen wir noch schnell durch den Kopf hier durch. Nice, nice. Warum bist du die ganze Zeit nackt? Ab dem Punkt hat man doch schon Rüstung oder so. Bettlerklasse. Ich hab keine Rüstung. Ich hab keine Rüstung. Da unten sieht das aus wie ein Schrein. Will ich die Gnade berühren? Eigentlich nicht. Dann respawnen hier hinter mir wieder Dinge. Bin ich hier richtig, ist die Frage. Ich glaube, das Ding hier will mich eher dahin schicken. Aber wir haben hier... Ja, gehen wir in die Höhle. Scheiß drauf, gehen wir in die Höhle. Gehen wir in die Höhle? Ich habe das Gefühl, ich sollte in die Höhle vielleicht nur gehen, wenn ich eine Fackel habe. Ich glaube, es ist zu dunkel. Ich glaube, ich gehe in die Höhle, wenn ich eine Fackel habe. Ich glaube, es ist zu dunkel. Wie viel hat die Fackel vorhin gekostet? Hallo Robert. Nur durch Berühren respawnen noch keine Gegner, nur wenn du dort rastest. Ah, okay, geil. Fackel 200. Ich habe eine Fackel. Oh, ich habe eine Fackel. Wie rüste ich die aus? Das ist keine Fackel. Das ist keine Fackel. Das ist irgendein anderes magisches Licht, das mich in die Irre führt. Dann habe ich keine Fackel. Dann hat Chat gelogen. Doch, das ist eine Keule. Das ist keine Fackel. Vielleicht laufe ich nochmal zurück zu dem Händler und hole mir vielleicht noch eine Fackel, damit ich da besser reingehen kann. Oder wir merken uns, dass da eine Höhle ist. Und laufen vielleicht erstmal hier zu dem lustigen Ding. Das sieht aus, als wäre es irgendwas Cooles. Und gucken erstmal, was das da oben ist. Da ist noch ein Wildschwein. Das greift mich nicht an. Okay. Da ist ein großes Tor.
Okay, da sind Safe-Gegner drinnen. Ja, da sind Safe-Gegner drinnen, sag ich doch. Da sind Safe-Gegner drinnen. Mal gucken. Ja. So. Den haben wir. Okay, wie kriegen wir den noch? Und was zum Fick ist das? Ach, das ist nur eine Nachricht daneben. Und ein Dildo, der aus dem Boden steht. Gut. Das bringt mir nix. Hallo Dave! Da hinten steht noch ein Dude. Okay, der hat einen Wuff. Und ich fürchte, ich habe vor dem Wuff ein bisschen mehr Angst als vor den anderen Sachen tatsächlich. Ich habe vor dem Wuff mehr Angst als vor den anderen Sachen. Der kommt jetzt mit dem Wuff wieder zurück, oder? Aber wenn ich schnell bin... Also er kommt jetzt mit dem Wuff zurück, dann dreht er wieder um. Das heißt, ich kann, während er mit dem Wuff umdreht, kann ich eventuell den Dude snacken. Und mir dann den Wurf holen. Nur Robo, alles klar. Das hat nicht funktioniert. Okay, Wurf kann nix. Auto, fucking Auto, Dingsterbumster kann auch nix. Ritter kann auch nix. Gut. Ritter kann auch nix. Ritter kann auch nix. Au! Da war ich zu cocky. Da sind zwei, ne? Da geht's runter. Da unten gibt's bestimmt mega geilen Loot. Ach, der hat mich gesehen. Shit. Schade. Wo zum Fick bin ich drin? Hier bin ich drin. Oh Gott, der hatte mehr Range, als ich dachte. Okay. Was ist hinter mir? Kommt hinter mir eine Klippe? Ich hoffe nicht. Wir wollen auf jeden Fall nach links rein. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, weil ich mich hier nicht so gut anstelle gerade. Wir wollen auf jeden Fall nach links rein bei ihm. Junge! Ach, Jesus. Hau ich jetzt ab? Ich habe 800 Seelen. Scheiß der Hund drauf. Ich muss halt... Ja, da hat er mich. Boah! Ich muss halt irgendwie da durch seitlich, aber der macht so einen. Ich dachte halt, er macht einen Ausfallschritt, aber er macht gar keinen Ausfallschritt.
Er macht gar keinen Ausfallschritt. Er macht einen Ich lauf einfach nur geradeaus Schritt. Gut. Das sind meine Seelen, ne? Die kann ich ja eigentlich jetzt einfach wiederholen gehen. Ich meine, die Suits sind jetzt wieder gespawnt. Aber ich bin eh so weit draußen gestorben, dass ich die ohne Probleme wieder aufheben kann. Geil. Alles zurückgeholt. Was mich daran erinnert, müsste ich nicht eigentlich längst schon ein Level gemacht haben durch den Bosskill? Müsste ich nicht eigentlich bei Marikas Schrein leveln? Kann ich bei Marikas Schrein leveln? Chat, Hilfe? Noch nicht, nein. Nur in der Gnade. An jeder Gnade kann ich leveln, okay. Schauen wir mal. Ach, der kann mit dem Schild auch boxen. Das hat den nicht unterbrochen. Heavy Hit unterbricht ihn nicht. Das heißt, das ist dann quasi ein Trade. Gut. Good to know. Dann lasst uns doch mal zu einer Gnade gehen. Also ich kann hier halt leveln, ja, werden wir auch noch machen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht alles gesehen an Sachen, was ich machen kann. Und vielleicht sollte ich erstmal das da töten. Ich will mir das große Ding hier angucken. Ich wollte mich anschleichen. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Als Anschleichen. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Oh! Großschwert der Getreuen. Sexy. Kommen wir hier auch hin? Haben wir auch noch was? Nee. Wir haben ein Schwert, Leute. Ein dickes, fettes Schwert. Ich kann das nicht nutzen. Cool. Ich habe ein Schwert, das ich nicht tragen kann. Das ist absolut Weltklasse. Also, das ist ja wundervoll. Das ist absolut wundervoll. Ich freue mich. Ich freue mich. Du kannst es tragen, auch wenn, wenn du den Wert nicht hast. Er hat noch nicht das volle Potenzial. Okay. Das ist cool. Nee, kann ich nicht. Equipmenü. Ach, da. Nee, das ist der Beutel. Wo ist denn mein Equipmenü überhaupt? Waffenauswahl, wo ist das denn? Ist das unter Ausrüstung? Ah. Okay. Jetzt bin ich krass. Die auch, die haben nämlich... Oh mein Gott.
mein Gott! Au, 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 oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was bist du für ein hässliches Geschöpf? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach dem ja literally keinen Schaden. Ich mach dem keinen Schaden. Au. Ich glaube nicht, dass mir das Schwert irgendwas springt, Leute. Mm. Ich glaube, ich brauche eine Keule. So. Lo. Hallo, Bruder. Du bist ja ein hässliches Kerlchen. Hallo, mein Hübscher. Na komm. Ich hab nicht getroffen. Bruder! Ich komme halt einfach ganz schlecht nur an den dran. Weil der halt einfach huge as fuck ist. So, wie war das nochmal mit meinem Brüllen? Das wollte ich haben, genau. Ach komm, als ob das getroffen hätte. Ach komm, als ob das getroffen hätte. Och, da ist noch ein anderer. Jetzt nicht mehr. Ach. Ja, ich wollte schon sagen, ist schon langweilig geworden. Gut, dass du jetzt auch noch ein Schwert hast. Ich habe mich schon gefragt, wann es spannend wird. Dankeschön, Löw, für die 8 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön.
Danke, danke, danke schön. Das liebt am Bäcker. Also, ich muss echt sagen, finde ich cool von ihm, dass er jetzt das Schwert auch noch genutzt hat. Also, mir wird auch wirklich langweilig werden, wenn er das jetzt nicht genutzt hätte. Er ist 30 Mal größer als ich, 70 Mal schwerer. Er hat 3000 Mal mehr Haare. Also ich muss echt sagen, ich wäre auch beleidigt gewesen, wenn er sich nicht entschieden hätte, jetzt auch noch... Also, au, au, ach kommt. Ich will doch nur gegen den Dude kämpfen. Ich will nicht gegen euch kämpfen, aber der muss halt runterkommen. Bitte. Dankeschön. Echt nicht? Echt nicht? Na komm. Na komm. Na komm jetzt. Bruder. Danke, ey. Bruder. Na komm. Da habe ich ein bisschen zu viel gerade verbraucht an Ausdauer. Ich muss auch ein bisschen näher wieder an ihn ran. Nicht so nah, nicht so nah, nicht so nah. Ein bisschen näher, nicht so nah. Hallo! Und eins. Und... Ach, guck mal! Und tschüss! Scheiße. Ach, da war ich zu greedy. Da war ich echt zu greedy. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte auch nicht passieren dürfen. Jetzt kommt das Schwert. Jetzt. Wir sind ein bisschen low. Huhuhu. Hallo. Okay, wir spielen Cricket. Fußball, ich weiß nicht, was es ist. Oh nein. Okay, er wird sehr schnell mit dem Schwert. Ich bin nicht so schnell. Puh, gut. gut. Gut, gut. Aber den schaffen wir. Also den machen wir wirklich. Also den finde ich viel leichter als die Katze. Ich finde den mit, also ich finde den viel leichter als die Katze vom Pattern. Also das ist, das, den machen wir auf jeden Fall. Ich habe da richtig viel, richtig stupid gefischt gerade. Aber ich finde die Bogenschützen schlimmer. Der respawnt auch nicht, wenn ich ihn einmal töte, oder? Au, 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 au. Komm schon. Komm. Ich will dich nicht nochmal holen. Echt nicht. Danke. Doch, der respawnt? Das ist ein NPC. Okay. Das hat mich ein bisschen demoralisiert, muss ich sagen. Dass
ist hier respawned. Ach, aber der hat mir jetzt auch das Bein anvisiert und nicht den Dude, ne? Ich kann offensichtlich das, was ich anvisieren möchte, auch switchen. Das ist auch spannend zu wissen. Dude, ich habe echt keine Zeit für dich gerade. Ich habe wirklich keine Zeit für dich gerade. Es tut mir leid, Bruder. Dürfen. Das hätte ich auch nicht machen dürfen. Here we go again. Nein! Nein! I call Bullshit. Wie hat das denn... Hä, wieso hat das denn Schaden gemacht? Ach, das ist eine Schockwelle. Meine Runen sind weg. Das war ein Flächenangriff. Ich hab gedacht, der schlägt nach vorne. Ah, ich hab gedacht, er schlägt nach vorne. Dankeschön, Swampson, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Ach Gott. Ich hab echt gedacht, er fliegt nach vorne. Ich hab das nicht gerafft. Au. Das ist viel dümmer gewesen als das andere. Aber ich wollte eh nicht alles an Leben haben. So, den machen wir jetzt. Ist das dein Scheiß Ernst? Gott, wie hart ich gerade verkackt habe einfach. Das tut ja weh beim Zugucken. Ja, und da bin ich jetzt weg. Oh, was machst du? Was macht der? Warum hat der gerade gechillt? Aber staggered. Ich habe ihm seine Haltung weggemacht. Das geht? Ich bin ja ein krasser Ficker. Was ist das für Disrespect? Ich verstehe ja, dass ich scheiße bin, aber so schlecht, dass du schlafen gehen musst, bin ich jetzt auch nicht. Boah, Bruder, ey. Ich habe überhaupt nicht gerafft, was gerade abgeht. Oh nein. Ach, scheiße. Einfach voll den Moment gewastet. Einfach voll den Moment gewastet, ey. Oh, Bruder. Da will ich nicht kämpfen. Lass mal
Lass mal lieber rausgehen. Huhuhuhu. Komm, komm. Lass mal lieber rausgehen. Hui, genau hier hin. Da wollen wir hin. Dankeschön übrigens, Hanchen, für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Das war so stupid gerade, ey. Was? Das war so close, Mann. Das war richtig dumm. Das war einfach nur dumm. Der war so unnötig, der Tod. Ah. Der war so unnötig, der Tod. Kommt er? Ja. Yep, yep. Na komm. Okay, da hat er ein bisschen schneller nochmal geschlagen. Das habe ich kommen sehen, dass das passiert. Also das habe ich leider wirklich kommen sehen, dass ich da den Pattern verschissen habe. Und da schon wieder. Das ist jedes Mal dieser zweite Schlag, den ich verkacke. Ich weiß, dass der verzögert kommt und ich verkacke ihn jetzt trotzdem die ganze Zeit. Nein! Jetzt greifen die mich von hinten an. Das ist halt einfach nur scheiße. Ich dachte halt, dass der die Range noch erwischt, Mann. Was eine Scheiße, ey. Das habe ich nicht gerafft. Ach, Kacke. Ach, Kacke, Mann. Da. Die sind mit runtergekommen. Das ist richtig unlucky. Ich dachte echt, dass die hinten bleiben. Hallo Ben. Also ich finde diese Bogenschützen hier viel nerviger als den Boss, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich wäre das leichteste, wenn ich diese Bogenschützen einfach töten würde und dann hier hinten kämpfen würde. Au. Aber ich fühle mich noch nicht ready, mich mit dem Boss und mit denen anzulegen. Ich glaube, ich sollte den Boss auch noch gar nicht machen, aber ich bin zu stur, um damit aufzuhören. Hallo Benjack. Ich habe das kommen sehen. Das macht's nicht klug. Kannst du bitte hier rauskommen? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Was macht er? Warum geht er rückwärts? Er hat doch Aggro auf mich. Okay. Gut. Mit Anlauf. Dann mach's mit Anlauf.
Der hinten ist hinten rausgekommen, der Dude. Da hinten ist was unten. Ach so, nee, das ist der Geist. Never mind. Ich dachte gerade schon. Meine Konzentration kriegt's leider nicht mehr hin. Ich mache halt richtige Konzentrationsfehler mittlerweile. Aber ich will noch nicht aufhören. Aber es sind Fehler, die ich einfach nicht machen musste. Also es sind richtige stupid Konzentrationsfehler. Das ist ja auch ein ganz stupid Konzentrationsfehler einfach. Aber ich krieg's halt nicht mehr hin. Meine Konzentration ist einfach... Meine Konzentration will das nicht mehr. Aber ich möchte halt... Ich will halt eigentlich diesen Boss noch machen. Hallo Kleppi. Ich will eigentlich diesen Boss noch machen. Ich will eigentlich noch nicht aufhören, weil es macht halt super viel Spaß. Aber ich merke halt, dass ich jetzt immer mehr richtig dumme Fehler mache, weil mein Kopf einfach sagt... Wir würden dir gerne einen Tipp geben, das ist schön. Und ich will den Tipp nicht. Was ist denn an dem Titel so schwer zu verstehen? Ja, ich weiß, dass das kein Boss ist, Leute. Ich habe es jetzt 30 Mal gelesen. Ich weiß auch schon, dass es respawnt. Ich weiß, dass es ein ganz normaler NPC ist. Aber ich bin Level 1 und ich bin blind in diesem Spiel. Und für mich ist dieses hässliche, was auch immer, es ist ein Boss. Weil es ist groß und es ist hässlich und es tut weh und ich sterbe daran. Also es ist ein Boss. Per Definition. So eine Kacke. Das war auch nicht richtig. Gott, ich krieg's nicht mehr hin. Ich krieg's nicht mehr hin. Ich krieg's nicht mehr hin. Ja, ich krieg's nicht mehr hin. Meine Konzentration macht nicht mehr mit. Aber wir machen damit weiter auf jeden Fall. Wir machen damit weiter, aber mein Kopf schafft es nicht mehr hin. Es ist einfach ein bisschen viel gerade. Meine Konzentration kriegt das gerade nicht mehr geschissen hin. Also, um es mal generell fertig auszusprechen, ich weiß, dass ich den gerade nicht legen muss, bevor es noch 100.000 Leute schreiben. Das ist mir bewusst, dass ich den gerade nicht legen muss. Ich will ihn legen, ich will aber auch nicht weggehen davon. Ich will das auf jeden Fall machen und wir machen hier im nächsten Stream weiter. Aber mein Kopfi kriegt's grad nicht mehr geschissen. Mein Kopfi kriegt's grad nicht mehr geschissen. Oh, mein Kopf braucht eine kleine Pause.